Einer der Gründe, weshalb viele Top-Audio-Engineers auf Hardware setzen, ist wegen der klanglichen Färbung. Ein edles Unit kann deine Musik ganz klar in eine bestimmte Richtung lenken. Du kannst ihr einen Vintage-Charakter verpassen oder sie auch modern und punchy klingen lassen, je nachdem, was du möchtest. Dan Sutter und ich haben wieder einmal ein paar spezielle Equalizer gegeneinander antreten lassen, sogenannte Colored Boxes. Wir haben erst gar nicht versucht, die Kurven aneinander anzugleichen, da jedes Gerät ein ganz eigenes Unit mit seinen ganz spezifischen Stärken ist. Du kannst dir übrigens die bearbeiteten Audiodateien über den Link unter dem Video herunterladen und sie selbst in deiner DAW vergleichen. Also, lass uns gleich mal loslegen und in die Echo Chamber gehen. Hallo und herzlich willkommen in der Echo Chamber. Mein Name ist Tom Wettstein und heute bin ich wieder mal bei meinem Freund Dan Sutter. Und immer, wenn ich da bin, dann gibt es Hardware-Tests. Und heute testen wir sogenannte Colorboxes. Equalizer, die einen ganz speziellen, ganz spezifischen Charakter haben und dein Audio in eine ganz bestimmte Richtung färben können. Gut, um welche Equalizer handelt es sich? Natürlich haben wir ein Riesenschätzchen bekommen und das hat uns auch veranlasst, andere Equalizers zusammenzutragen und diese miteinander zu vergleichen. Also dann, welches ist denn dieses Schätzchen, welches wir bekommen haben? Ich denke, wenn wir bei dieser Art von Equalizer unterwegs sind, brauchen wir so den Blueprint, die Basis, das Gerät, an dem sich ganz viele andere orientieren. Und das ist der Pultec. Und in dem Fall haben wir einen echten Pultec, und zwar die Mastering-Version, die gesteppte, sehr teuer, sehr edel gebaut. Die Version wurde uns von Claudio Rodriguez und Stefan Kaiser zur Verfügung gestellt. Wir möchten uns dafür herzlich bedanken. An dieser Art von Equalizer, passive Equalizer, orientieren sich auch ganz viele andere Equalizer, die sehr bewusst versuchen, auf eine ganz andere Art einem Signal etwas hinzuzugeben, als das ein digitaler, sehr sauberer, transparenter, vollparametrisierter Equalizer machen könnte. Da haben wir ja den Manutec, das ist ein Gerät, das in letzter Zeit ziemlich populär ist und auch viel verwendet wird. Und besitzt auch nur zwei Bänder quasi, wie der Pultec, ist auch aufgebaut ein wenig wie ein Pultec. Basiert ganz klar auf derselben Technologie, ist aber Solid State und hat noch ein bisschen weniger Features, hat einen sehr speziellen eigenen Sound. Danach haben wir den Terry CEQ, das ist auch ein Gerät, das man in letzter Zeit ziemlich viel sieht. Sehr spezielles Design, sehr spezielle Erscheinung. Der besitzt diese Pultec-artigen Kurven plus noch zusätzliche Features. Genau, und hat dann ganz viele weitere Aspekte. Und mein 51 dB IQ, der ja ein vollpassiver IQ ist, der basiert auch ganz klar auf dieser Art von Technologie, hat aber keinen Aufrufverstärker, keine Transformatoren, ist deshalb eigentlich eine extrem transparente Variante eines Pultec-artigen Designs. Ja. Und danach haben wir noch ein paar andere IQs, die auch einfach stark färbende IQs sind, aber technologisch dann doch anders aufgebaut sind. Mhm. Das ist mal der Curvebender, ein IQ, den man nicht so häufig im Netz in Beispielen findet. Ich finde es deshalb eigentlich auch sehr spannend, mal dieses Gerät genau anzuhören. Ist ein edles Gerät, wo auch einige Leute sehr stark drauf schwören. Danach haben wir noch den Great River. Der gehört fast auch ein wenig in die Sparte des Curvebenders. Ist überhaupt nicht wie ein Pultec aufgebaut. Aber auch sehr, sehr färbend, sehr kolorierend. Und zu guter Letzt, als letztes wirklich färbendes Gerät, den Fairman von Dan. Und das ist ein Röhrengerät, das nicht passiv ist, das nicht aufgebaut ist wie ein Pultec und das auch viel mehr Parameter mitbringt, viel präziser eingestellt werden kann, überhaupt nicht wie ein Pultec klingt, aber ein Röhrengerät ist und ein Design ist, das wahrscheinlich 50 oder mehr Jahre auf dem Buckel. Nein, mehr fast. Mehr. Haben wir alle aufgeführt? Nein, ich glaube, den Golly haben wir noch. Den Golly Porter, den haben wir
hinzugenommen, weil das ist wirklich ein sehr transparenter Equalizer. Und so können wir mal diese Colorboxes vergleichen mit einem wirklich durchsichtigen, unauffälligen Equalizer. Für mich immer noch, ich liebe meinen Golly, aber es ist wirklich, wirklich einfach etwas anderes. Und deshalb haben wir den hinzugenommen, auch als Test, so als Kontrast. Gut, dann verlieren wir nicht weiter viele Worte. Jetzt hören wir uns zuerst die Beispiele an und danach schauen wir, wo liegen die Stärken der einzelnen Geräte und wo setzt man sie am besten an. Also, let's go! Into the arms of someone else. Since I decided not to want you. Someone else.
I decided not to want you. Since I decided not to love you. Since I decided to let you fall into the arms of someone else. Close.
music sounds so tight. Feeling. Dance till the morning sun. Summer feeling.
kümmern wir uns zuerst mal um den Golly. Den Golly Porter Grinder, das ist ein Porter Equalizer, der aber ein wenig anders aufgebaut ist als die normalen Porter Equalizer. Er ist sehr schmalbandig und was mich einfach dünkt, er verändert nicht so die Farbe, wenn du es die Musik mit einem Bild vergleichst, sondern eher die Leinwand. Du kannst locker mal 2, 3, sogar 5 Dezibel reindrehen, ohne dass du das Gefühl hast, es klingt gleich überprozessiert. Ich setze ihn wirklich sehr, sehr gern ein, um abzusenken auch. Da gibt es andere Equalizer, die eignen sich nicht so dafür, aber auch um die Bässe anzuheben, denn der Golly, sobald du in Shelf gehst, dann hat er auch so einen Undershoot, also so quasi eine Pultec-ähnliche Kurve. Er ist sehr transparent und mir gefällt er sehr gut. Er fügt sich fast in jedes Signal ein, also es gibt keine Musik, wo du ihn nicht einsetzen kannst. Was meinst du? Ja, für mich ist es ein bisschen so, es gibt so diese klassischer Mastering Equalizer, da gehört die Porters dazu, da gehören Sachen wie der Sontek als Klassiker dazu oder gibt es ein paar Kopien oder inspiriert von diesen Designs. Ich habe den Kniff Exa dafür. Bei mir ist das dasselbe. Das ist das erste Gerät im Chain. Ich senke damit eigentlich nahezu nur ab. Außer in den Bässen, da gebe ich gelegentlich auch. Genau. Und mir ist aufgefallen, wenn ich den Golly in die Hand nehme, dieses Gerät ist gut zu bedienen. Das lässt sich richtig schön, die Potentiometer fühlen sich gut an und so. Das hat ein Design, das ist sehr übersichtlich, ist auch ein bisschen inspiriert vom Massenburg mit diesen Farben, Koband, was ich ausgesprochen eine gute Idee finde. Ich finde, diese Art von Equalizer darf man nicht zu fest nachdenken müssen, wo man hin muss mit den Händen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist er super. Ist einfach wirklich ein chirurgischer Equalizer. Schmalbandig. Und man kann da wirklich, das ist so ein Haupt-Equalizer. Weniger wie die anderen, die wir jetzt noch ansehen werden. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man einsteigt in die analoge Welt, ist es die Frage, ob man zuerst mit so einem Eco anfängt, weil diese Art von Equalizer, würde ich behaupten, ein Golly, ein Sontek, ein Exa, ich kann dort mehr Pegelhub machen, bevor mich das nervt. Genau. Und ich kann lustigerweise Sachen machen, die eigentlich für mich nicht ganz logisch erklärbar sind, wie ich kann ein nerviges Hi-Hat rausziehen, ohne dass der Rest der Musik dumpf wird, was sich für mich logisch nicht ganz erklärt, warum das so ist. Weil eben er hinter dem Vorhang arbeitet, er geht viel tiefer in die Musik rein. Ja, das ist vielleicht bei allen Geräten generell ein bisschen so eine Tendenz. Analoge Geräte scheinen mir weniger nur an der Oberfläche der Musik zu arbeiten, sondern wieder tiefer ins Bild reinzugehen. Ja? Genau, die Leinwand wird verändert. Oder wenn ich einen Weißabgleich verändere bei einem Bild, diese Equalizer arbeiten eher so. Sie verändern wie die Farbbalance, aber nicht die Farben. Genau. Ja. Genau. Und das können wir eigentlich dann auch gleich weitergehen. Beim 51 dB, der ist ja auch ähnlich. Vor allem, das ist ein passiver Equalizer, ohne Trafo, ohne Netzteil, nichts. Hat natürlich auch einen Pegelabfall, aber deshalb auch sehr, sehr super transparent. Und eigentlich auch sehr unhörbar, besitzt aber andere Kurven als der Golly und deshalb hat er einen anderen Charakter. Dieser Equalizer, wie eigentlich alle passiven Equalizer, arbeiten stärker in den Subinformationen und ein bisschen weniger in den transientigen, schnellen, vordergründigen Anteilen. Ich entferne dadurch den Matsch, aber nicht unbedingt die Attacks, das nervt. Das ist oft bei Plugin-Equalizern, da ziehst du was runter und du stanzt ein Loch in die Musik und das ist bei diesem 51 dB nicht der Fall. Das ist auch beim Golly weniger der Fall als bei einem digitalen EQ, der eigentlich von den Kurvenformen und so sehr ähnlich aussieht. Wenn man jetzt das so vergleicht, muss man sagen, der 51 dB ist eher so in größeren Bereichen Sachen zu tilten oder in die Mitte was wegzuziehen oder ein bisschen mehr Fleisch an der Musik zu geben.
es ist eher so der grobe Pinsel, so mal die grundsätzliche genau. Balance setzen. Mhm. So diese Art. Gut, kannst du mit dem 51er eher als ich mit dem Golly, weil der ist ja nicht so breit. Genau. Da gehe ich halt eher mit einem Decalizer rein, wenn es wirklich darum geht, die Balance zu machen. Genau, also ich benutze drei verschiedene, wenn man so will, neutrale Equalizer, weil auch die wiederum andere Stärken haben. Mhm. Also der Exa macht das, was bei dir der Golly macht, und genau. bei mir macht dann vielleicht der 51 ein bisschen das, was bei dir der TK macht. Genau. Und dann, wenn ich noch so ein bisschen mehr wie soll man sagen, mehr Freude reinbringen will in Joy. Band und noch ein bisschen mehr Glanz oder so, dann nehme ich dann Music. Genau. Und das sind aber alles immer noch sehr neutrale Equalizer, die man auf nahezu allen Signalen mhm. verwenden kann. Und jetzt gehen wir, glaube ich, weg von ja, dieser Abteilung. The Great River, ich musste mal dreiviertel Jahre ohne ihn leben und ich habe geblutet. Es ist einer meiner Lieblings-Equalizer. Warum? Er färbt, er ist schnell, er hat ein 82 Hertz Band, die jede Kick zum Klingen blinkt, ist einfach wirklich unglaublich. Und auch in den Mitten kann man sehr, sehr klar mit ihm arbeiten. Ich sage, ich finde ein schneller Equalizer, er verändert die Transienten nicht. Du hast das Gefühl, er sei nicht so schnell. Mit dem API 5500 matcht er einfach so gut. Eigentlich sollte man die zusammen verkaufen, nur als Paar, weil die sind einfach genial miteinander. Und was mir an dem einfach gefällt, ist, dass er sehr griffig ist, sehr gritty. Und wenn du etwas machst, ein halbes Dezibel, das hörst du schon. Das war beim Golly nicht so. Also beim Golly, da musst du schon recht etwas anheben, damit du es auch wirklich gleich hörst. Der Great River, der färbt wirklich die Transienten. Und das ist etwas, was ich an diesem Equalizer liebe. Und mein Eindruck ist, dass er trotzdem etwas Organisches und manchmal sogar Gutmütiges hat. Der Great River ist für mich, hat schon immer auch etwas 70er-Jahre-mäßiges, mhm. obwohl er schnell ist. Mhm. Er hat etwas Niviges, obwohl er nicht dieses das ist schwer zu sagen, er ist schon klarer und schon... Ja, er ist ja eine Weiterentwicklung des 1081 von Neve. Die Schaltung, er ist einfach digital gesteuert, intern, und hat mehr, besitzt einfach mehr Frequenzen. Aber er eignet sich auch nicht überall. Er ist sehr gutmütig bei akustischer Musik. Da macht er eine sehr, sehr gute Falle. Bei elektronischer Musik, da benutze ich ihn eher in den unteren Regionen, in den oberen Regionen nicht, weil wenn du eh schon scharfe digitale Sounds hast, dann kann er fast ein wenig nerven. Er hat eine eigene Qualität in den Höhen. Ich finde, es hat so was Rauchiges fast mhm. schon. Mhm. Das ist kein Glitzer-Equalizer, es ist mhm. auch eher ein Kraft-Equalizer. Also Kraft-Equalizer auf jeden Fall. Und da haben wir auch noch andere so Kraft-Equalizer bei in unserem Programm. Ein anderer ganz eindeutiger Kraft-Equalizer ist der Curvebender. Ja, der Curvebender, der ist so, er ist kantig, er ist eine Waffe. Wenn du etwas aus dem Mix heraus boxen möchtest und es dir wirklich ins Gesicht springen soll, er ist unglaublich schnell. Er hat mich sehr überrascht in den Bässen. Er hat sehr, sehr tighte Bässe. Plastische Bässe ja, sind ja, das. Ja, ja, fast dreidimensional. Mhm. Aber er ist nicht weich. Er umarmt dich nicht so, sondern er sagt, hier bin ich, fast etwas panzermäßiges, militärisches hat er etwas für mich. So. Er ist auf jeden Fall ein Equalizer, der sich nicht schämt, hier zu sein. Wenn du etwas gibst, zum Beispiel in Heimitz, dann kommt das richtig nach vorne. Mhm. Für mich waren so die Highlights, waren die Heimitz und die Bässe. Jetzt so bei diesem ersten Eindruck, mhm. ich habe jetzt nicht diesen Equalizer lange benutzt. Aber ein bisschen was zu geben, irgendwo in dem 2- bis 6K-Bereich, ein halbes dB und die Musik springt einem an. Mhm. In den Bässen was zu geben und die Bässe werden richtig griffig. Also Höhen wären vermutlich nicht
das Band, das ich sehr häufig verwenden würde. Kann aber durchaus sein, dass wenn eine Produktion so ein bisschen zu fluffy ist, dass man vielleicht im Urban-Bereich Musik, die auch gritty sein will, die auch angriffig sein will, die auch eine Art von, also ein bisschen bösartig sein möchte, kann das vielleicht die Waffe überhaupt sein dafür. Ist wie ein Wetzstein, um das Messer zu schleifen, nicht ein Wetzstein, ein Wetzstein. Er macht das Ganze einfach scharf. Wenn man vielleicht eher harten Hip-Hop macht oder gewisse Sachen, die so ein bisschen... Auch Punk. Aber ich kann mir auch vorstellen, parallel dazu mischen, weil wenn du ihn reindrehst, dann er zeigt dir dann schon, wohin es geht. Also es kann oft auch zu viel sein, aber ich habe ihn unterschätzt. In den Subgruppen. Super. Ja, ich denke fast noch eher ein Mixing Equalizer als ein Mastering Equalizer, aber ich würde ihn auch nicht von der Bettkante werfen. Ich finde so, das Hochmittenband von Terry, das kann manchmal sehr was Ähnliches machen, von wegen der Präsenz. Ja, ja komm, dann lass uns den Terry doch gleich mal an. Genau, der Terry geht ja auch so, finde ich, gehört so ein bisschen zu diesen Kraft-Equalizern, wie der Great River ist für mich auch ein Kraft, so ein organischer. Ja. Kraft-Equalizer, der Curve Bender ist ein Kraft-Equalizer, der Terry ist halt irgendeine Kombination von ganz verschiedenen Designs, da gibt es Pultec-Aspekte dabei, da gibt es Neuwan-PQ-Aspekte dabei, da gibt es umschaltbare Trafo-Zuschaltbar, der sehr so was Tapiges hat, ein sehr gutes Tape für mich ist, und da gibt es umschaltbare Kondensatoren, die dann so mehr so einen weicheren Sound, so einen jazzigeren, souligeren oder dann mehr so ein bisschen 70er Sound machen. Ich mag den sehr für gewisse Musik. Für mich ist das Rock. Diese Kiste hat da was Rock und Soul und es ist so. Er hat extrem viele Farben. Er hat schon sehr große Pultec-Aspekte, aber er ist jetzt nicht so ein schön Geist wie ein Pultec. Überhaupt nicht. Er ist nicht dieses glitzernde, lebendige, befreite. Dieses Heimat-Band, dieses Neumann PEQ-inspirierte Band macht für mich ein bisschen vergleichbare Sachen wie ein Curve Bender, ist aber tendenziell ein gutmütigeres Gerät. Breitbandiger. Und es gibt eine Eigenheit, die muss man ein bisschen wissen. Das Pultec Höhenband, das umschaltbar ist auf Shelf, sehr vielseitig ist, ganz verschiedene Charakter machen kann, hat einen Aspekt, und der hat dich sehr überrascht, das featured ganz eindeutig Subinformationen. Räume oder auch Schmutz, der in deiner Produktion drin ist. Also, wenn du zum Beispiel Aliasing hast oder so digital oder Zeugs oder so, dass man eigentlich so ein bisschen unter der Decke behalten möchte, das kommt. Da habe ich Sachen gehört, die hatte ich vorher noch nie gehört. Und wir haben diese Songs schon extrem oft angehört. Und der bringt wirklich gewisse Fehler einfach raus. Wie wenn du mit deinem Auto in die Waschanlage fährst und nachher siehst du jede Beule. Ist dann wenig so. Und das ist generell bei diesen Equalizer ein bisschen so. Genauso wie die ein Segen sein können die grauenhaft sein. Bei welchem Equalizer das Mittenband fehlt, ist der Manutec. Der ist zwar auch Pultec ähnlich, aber ja, da hast du einfach zwei Einstellungen. Ist einfach kein Problemlöser. Ist kein Problemlöser, dieses nein. Dieses EQ-Konzept heißt nicht, ich entferne was stört, sondern ich gebe dort was dazu, wo ich das Bedürfnis habe, und das heißt in dem Fall fast immer zu unterst oder zu oberst. Also der macht Sounds, die man liebt oder eben gar nicht mag, vor allem in den Bässen und in den Höhen. Ja, und so die Bässe, sie sind dick, sie sind groß, aber sie sind nicht tight. Sie sind aber auch nicht nur langweilig. Also ich finde, sie verschmieren eigentlich die Transienten eben interessanterweise trotzdem nicht so. Nein, das nicht. Aber wenn du jetzt
zu harte Bassdrums hast, manchmal möchtest du etwas Wolkiges haben, dann ist er perfekt. Er macht einfach die Bässe wirklich dick. Und als ich ihn hatte, da hat er mir ein paar Masters wirklich extrem schön veredelt. Und unten ist es ja ein Shelf. Und du kannst auch wieder absenken, wie beim Pultec, so eine Pultec-Kurve machen. Und oben ist es aber eine Bell, wo du dann die Flankensteilheit einstellen kannst. Ja, das ist eigentlich auch Pultec. Auch Pultec. Einfach nur zwei Frequenzen für jedes Band. Und ich finde, das ist so, du kannst dir deinen Signature-Sound mit diesem Gerät machen. Dieses Gerät, ich denke mir, das scheidet die Geister sehr stark diesbezüglich. Mhm. Also entweder findest du einfach, wow, das habe ich schon immer gesucht. Jetzt bekomme ich das, wo ich immer gehört habe im inneren Ohr und nie bekommen habe. Oder du findest einfach nach relativ kurzer Zeit, das klingt alles nach derselben Gewürzmischung. Mhm. Ich will die nicht mehr. Mhm. Ich will dieses Aromat nicht mehr. Also, genau. Für mich, blöde gesagt, das klingt nach Haus. Für mich klingt es so nach einer gewissen Art von Haus oder elektronischer Musik. Ja, es ist ja auch eine Badewanne. Es macht ja auch einen Smiley Sound. Genau. Dieses Gerät ist ein Add-on. Das ist, ich nenne es ein Zweitrick-Pony. So. Ja. Das kannst du wie so zwei Dinge, so richtig cool. Aber und, hat einen eigenen Sound. Und wenn man das will, dann nimmt man sich einfach den. Ja. Es ist nicht schlimm. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Es ist aber nicht das leiseste Gerät gewesen in unserem Vergleich. Ich fand es nicht problematisch. Es ist aber nicht das allerleiseste Gerät und passive Equalizer sind selten die leisesten Geräte. Weil sie also machen Absenkung und dann wieder Anhebung, die... Wir sprechen hier vom Rauschabstand. Mhm. Genau. Mhm. Entschuldigung. Also der Curvebender, der war, hatte ich auch zuerst gedacht, ja, der brummt ein wenig. Der hat uns übrigens Rino Meyer zur Verfügung gestellt, aber der war eigentlich auch sehr... hatte einen sehr hohen Rauschabstand und das hat mich eigentlich überrascht. Ich dachte, der hätte einen weniger großen Rauschabstand. Also ich war eigentlich eher überrascht, dass zum Beispiel der Fairman weniger rauscht als ein Monotech. Mhm. Und das ist ein altes Design mit 22 Röhren drin. Und der ist noch in Serie. Ja. Und, ja. Da kommt, dann kümmern wir uns doch gleich mal um den Fairman. Wir müssen auch sagen, das war der letzte Equalizer, den wir eingesetzt haben und wir waren über 6 Stunden dran. Die waren schon ein wenig müde. Ich war nicht müde, ich war durch. Oder durch. aber trotzdem, als wir dann nachher nach einer kurzen Pause alles nochmals durchgehört haben, er hat schon etwas, man hört halt einfach die Röhren. Ich habe das Gefühl, er saturiert. Es ist ein Color, eine Colorbox, eigentlich die krasseste Colorbox von allen Equalizern. Also ich benutze dieses Gerät ja seit einer gewissen Zeit und es ist nicht mein meistbenutzter Equalizer, ganz eindeutig. Aber manchmal ist es die Rettung überhaupt. Also ich kann damit ein bisschen so, sagen wir, Mixes, die mit nicht den edelsten EQs, nicht den edelsten Preamps, nicht den edelsten Mikrofonen gemacht wurden, aber akustische Musik ist, wo man halt sehr gut die Qualität hört, der Signale, Bässe erzeugen, die eine Größe und eine Selbstverständlichkeit haben, die Mixes, die klein und beschnitten wirken. Man kann Glanz dazu geben, man kann eine Präsenz geben, man kann Low-Mids geben, die was Edles und Teures haben, aber für mich, ich würde das als Multibrand-Exciter bezeichnen. Eigentlich, ja, was ich hinzugebe, wird nicht nur mehr, es wird bedeutender, es wird obertonreicher und dieses Obertonreich klingt nie wie ein Plugin, es klingt nie digital, es klingt nie harsch oder ermüdend. Vor allem im Kontext von modernen Produktionen, für Musik, die knallen muss, ist das nicht meine erste Wahl. Für Jazz, für Soul. Und dann ist auch, habe ich gemerkt, viel mehr geeignet, um etwas hinzuzufügen, als um etwas zu entfernen. Was mir auffällt im Alltag ist, nach diesem Gerät wirken Signale gutmütiger in der Bearbeitung. Also ich kann das auch brauchen, um so ein Signal wie
anzusättigen, wie Soße, wie wenn ich ein bisschen Rahm in die Soße geben würde, wie wenn ich ein bisschen Substanz dazu geben würde. Ja, ja, das ist halt wirklich, das sind die 20 Röhren, die drin sind. Die hört man halt einfach und die geben diesem Equalizer auch den typischen Charakter. Und jetzt haben wir noch einen, und das ist der Pultec, respektive es waren ja zwei. Du kannst ja die nur als Mono-Units kaufen, das heißt, du musst dir zwei davon kaufen und die sind relativ teuer. Ich muss dazu etwas sagen. Aaron Lavi aus Israel hat mir das mal vorgeschlagen, weil ich ja nie einen Fairman bekommen habe. Ich habe ja jahrelang einen Fairman gesucht. Er hat gesagt, versuch doch mal diese zwei Pultecs. Und ich so, ich will doch keine Pultecs. Ich meine, das ist das komplette Anti-Design, das komplette Gegenteil im Design. Und ich habe schon genug passive EQs und Pultec-artige EQs und ich habe mir die auch viel zu dick und färbend und offensiv auf dem Gesamtsignal vorgestellt. Wir haben hier Mastering-Versionen von diesen EQs. Ja, die haben zusätzliche Shelves. Genau, und die sind gesteppt und das ist ein unglaublich guter EQ. Also was soll ich sagen, er ist schnell, die Snare knallt, die Bassdrum knallt und trotzdem macht er alles noch dicker, größer. Vor allem, du hauchst Leben in das ganze Signal rein. Du hast wie das Gefühl, es sei organischer geworden. Und obwohl du eigentlich gar nicht präzise equalizen kannst, wirkt es dann auch irgendwie fertig. Es klingt einfach wie eine fertige Produktion. Ja. Wir konnten auch sehr gut maskieren. Und was mich erstaunt hat, ist, was ich eigentlich fast nie benutze bei einem Pultec, ist diese Höhenabsenkungen. Mhm. Und hier funktioniert das richtig gut. Also nervige Höhen weg, ohne dass die Präsenz einfach weg ist oder das Leben weg ist. Das hat mich echt positiv überrascht. Ist ein sehr gutes Gerät, muss ich wirklich zugeben. Ich möchte etwas einschränkend sagen. Du sagst, er ist sehr schnell. Wir haben jetzt keine Speed Metal Produktion drauf. Nein, das haben wir nicht. Und ich kenne Leute, die dieses Gerät schon versucht haben auf sehr dichter, schneller Metal-Musik und fanden es zu langsam. Okay. Könnte sein, dass man dass es dann zu dicht macht. Nein, ich meine vor allem schnell, was die Transienten-Wiedergabe betrifft. Die Transienten, die werden nicht abgeschliffen. Und das meine ich, und er ist schnell. Da gibt es andere... Und detailliert. Es gibt eben andere Equalizer, die wir heute getestet haben, die sind nicht so schnell. Die haben nicht eine so akkurate Transienten-Wiedergabe wie dieser Pultec. Und das verstehe ich ungewöhnlich für diese Art von Design, dass es diese Geschwindigkeit hat. Also das Gerät ist nicht ohne Grund ein teurer Pultec. Und man soll nicht sich täuschen lassen und denken, ich kaufe irgendeinen Pultec und die sind alle etwa gleich. Die sind überhaupt nicht gleich. Also ich kenne bei keinem anderen Design, wo offensichtlich von der Frontplatte, von den möglichen Werten, die ich einstellen kann, ich denke, das ist etwa dasselbe. Da kommt sowas anderes hinten raus. Und wir hatten in einem früheren Test mal diesen, wie ist er, nicht Dictator, er ist von Gain Lab. Ein sehr günstiges. Ja, genau. Der sehr viel Eigencharakter mitbringt und den ich mir gut vorstellen kann, dass der funktioniert auf dieser Subgruppe. Dieser passive... Ja, Röhren-Eku. Aber der hat dann... Obwohl das ein sehr ähnliches Design ist, hat sogar noch ein Band mehr Funktionalität und so weiter. Kann Spaß machen, würde ich aber auf einem komplexen Signal. Und da hört man dann eben schon ganz große Unterschiede in der Qualität der Transformatoren, der ganzen Bauelemente. Und das Gerät gefällt mir. Gut, wir haben natürlich versucht, bei allen Geräten die Stärken herauszuarbeiten. Deshalb konnten wir sie nicht matchen. Es ist auch schlichtweg nicht möglich. Das sind so unterschiedliche Geräte. Deshalb werden jetzt, wenn du dir die Mixe oder die Masters herunterlädst, die wir dir bereitstellen, die kannst du unter dem Video auf den Link klicken
und die selbst in deiner DAW vergleichen, sie klingen anders. Aber wir wollten wirklich die Eigenheiten der verschiedenen Equalizer in den Vordergrund bringen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, unten findest du einen Link und du kannst persönlich mit mir telefonieren oder melde dich bei Dan Sutter bei der echochamber.ch. So ist es. Und da kannst du auch deine Musik über diese schönen, fetten, geilen Geräte durchschlafen lassen. Also, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Vergleichen der Testfiles. Lass es grooven und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Colored Boxes kann ich mir im Mastering kaum noch wegdenken. Obwohl ich viele Plugins einsetze, gibt meine Hardware dem Audio einen einzigartigen Touch. Das Mojo, welches so oft gesucht wird. Interessierst du dich auch fürs Mastering? Wir führen immer wieder Mastering-Seminare in kleinen persönlichen Gruppen durch. Falls du ebenfalls das Mastering in der Praxis erlernen möchtest, bewirb dich auf einen der beliebten Plätze. Klicke einfach auf den Link unter dem Video oder besuche www.tomwettstein.com/termin. Nach dem Klick auf den Link kommst du automatisch auf meinen Kalender und kannst dir ein Datum und eine Uhrzeit aussuchen. Trage deinen Namen und deine Telefonnummer ein und beantworte ebenfalls kurz die Fragen, damit wir uns perfekt auf dich vorbereiten können. Wir werden dich dann an deinem gewünschten Datum anrufen und gemeinsam schauen wir, welches die nächsten Schritte sind, damit deine Musik aufs nächste Level kommt. Den Link findest du, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Falls dir das Video gefallen hat und du noch mehr solcher Hardware-Tests sehen möchtest, dann lass doch ein Like und einen Kommentar da und abonniere den Kanal. Ich freue mich immer über jede Bewertung. Lass es grooven und bis zum nächsten Mal.